Der Wald, ihr Wohnzimmer, ihr Traumberuf Försterin. Mit 25 Jahren ist Lisa Eckert die Jüngste in Hessen. Und das gleich mit eigenem Revier. Unterhalb des Feldbergs im Taunuskreis bewacht Lisa ganze 1800 Hektar. Eine große Verantwortung, denn den Wäldern geht es nicht gut. Für mich ist das einfach wahnsinnig schmerzhaft, auch wenn ich noch keine 30 Dienstjahre getan habe. Ich komme hier aus dem Nachbarort und für mich ist das der Wald meiner Kindheit. Und der Wald meiner Kindheit, in dem ich groß geworden bin, verändert sich jetzt innerhalb von wenigen Monaten ganz drastisch. Und das schmerzt einem ganz, ganz tief im Herzen. Und es ist dann egal, ob man 30 Jahre Dienst getan hat und länger oder ob man eben erst wenige Monate im Amt ist. Lisa studiert Forstwirtschaft. Doch da es kaum Nachwuchs in der Branche gibt, kommt sie schneller als erwartet zum eigenen Revier. Und so ist es jetzt ihre Aufgabe, den Wald rund um den Feldberg zu bewirtschaften. Kein leichter Job, denn der Wald hat viele Feinde. Eine der größten, der Borkenkäfer. Hier sieht man ganz schön diesen Borkenkäferbefall. Das ganze Geschehen spielt sich eben zwischen der Rinde, die so auf dem Baum liegt, und dem Holzkörper ab, im sogenannten Bast. Die Bastschicht ist verantwortlich für das Wachstum. Sie wird zerstört, indem tausende Käfer sie befallen. Und das hat schwere Folgen für den Baum. Er kann keine Nährstoffe und Wasser mehr transportieren. In dem Moment hat er keine Möglichkeit mehr, sich selbst zu versorgen. Und dann wird der Baum absterben. Er wird quasi tot. Das dritte Dürrejahr in Folge. Die Bäume sind geschwächt, können kein eigenes Harz mehr bilden, um sich vor Schädlingen wie den Borkenkäfer zu wehren. Das Resultat? Tote Bäume, die hektarweise abgerodet werden. Ich möchte dafür sorgen, dass hier neuer Wald kommt und dass dieser klimastabil ist. Ob ich damit richtig liege, das wissen dann unsere Enkelkinder so in 60, 70 Jahren, weil meistens dauert das eine Weile, bis man im Wald seine Folgen sieht. Der Wald ist in Gefahr. Damit das mehr Menschen bewusst wird, bekommt Lisa heute auch von HR3 Morningshow-Moderator Tobias Kämmerer Besuch. Begriffe wie Klimawandel oder Trockenheit, sie fallen ständig. Welche Auswirkungen sie haben, das ist vielen nicht klar. Doch es gibt Hoffnung. Ich habe den Eindruck, also nicht nur durch dieses Jahr, auch die Jahre davor und jetzt besonders durch Corona, sind alle viel mehr im Wald und auch viel mehr im heimischen Wald vor der Haustür. Und so langsam wissen die Leute, wie so ein Borkenkäfer aussieht und was der Borkenkäfer für Schäden anrichtet, weil wir eben Klimawandel live direkt vor der Haustür haben. Baumpate werden, an Pflanzaktionen teilnehmen oder Geld spenden. Jeder kann die Zukunft der Wälder mitbestimmen. Und was den Klimawandel angeht, da hofft Lisa auf ein Wetter, das endlich der Natur guttun wird. Ich wünsche mir viel Schnee, schweinekalt. Wir müssen ganz viel frieren und dass es so richtig trübe nass wird. Und dass der nächste Sommer auch noch so ein richtiger Mistsommer wird, weil es keine Möglichkeiten gibt, großartig ins Schwimmbad zu gehen, weil es zu kalt ist und weil es so viel regnet. Das wäre ein Sommer für unseren Wald, weil der würde dann sagen, oh, endlich mal wieder Wasser. Lisa hat ihren Traumberuf gefunden und sie will alles daran setzen, die Wälder zu retten. Doch diese Verantwortung tragen wir alle.